Cube dürfen wir auch wieder überschreiben. Bevor ich jetzt die letzte Mission angehe, da können wir nämlich noch was machen. Habe ich nämlich ganz vergessen. Bei Hachi können wir mal wieder vorbei. Herzlich willkommen. Hey, hast du die Kampagne erfolgreich beendet? Tja, deine Kampagne einmal zu bestehen ist nicht alles, weißt du? Das heißt, es gäbe noch eine härtere Kampagne für Advanced-Profis. Aber ich rede wieder zu viel. Wolltest du etwas Bestimmtes kaufen? Wir können nämlich jetzt Eagle und Drake kaufen und anschließend sogar noch Chess, wenn wir die beiden haben. So. Einmal kurz rausgehen. Und wieder rein. Hey da, mein Lieblingskunde ist zurück. Hast du dich offenbar gut geschlagen im Kriegsgebiet bzw. Kampagne? Was darf es diesmal sein? So, und dann haben wir auch noch Jess. Jetzt fehlen nur noch die Black Hole Kurs. So. Na dann, weiter geht's mit dem letzten Level. Letzte Gefecht, der Gegner darf seine Rakete auf keinen Fall zünden. Cut, sind die Arbeiten an der Abschlussrampe beendet? Ich fürchte, ich brauche noch etwas Zeit. Wie viel? Etwa 40 Tage in etwa. So lange kann ich nicht warten. Du hast 30 Tage. Hast du verstanden? Ja, ich werde es versuchen. Und wie steht es mit dem Schocklaser? Gut, er ist einsatzbereit. Ich habe ihn sogar verbessert. Jetzt werden nur die feindlichen Truppen beschädigt, wenn er feuert. Aber es dauert 7 Tage, bis er schussbereit ist. 7 Tage. Gut, das merke ich mir. So, auch diesmal haben wir wieder 3 Kurs zur Auswahl. Und ich fange auch dieses Mal wieder mit Blue Moon an. Und zwar dürfen das diesmal Colin, Max und Eagle machen. Hauptsächlich brauche ich dafür eigentlich nur Colin. Die anderen beiden sind nur, naja, Kanonenfutter. Mission 34, letzte Front. Hey, ich glaube, ich kann sie sehen. Da ist die Abschlussrampe. Wir sind da. Ja, wen haben wir denn da? Du bist Sturm. Und du bist das kleine Mädchen, das gerne Krieg spielt. Und wieder steckst du deine Nase in Dinge, die dir nichts angehen. Sonja ist nicht allein. Wir sind alle hier. Neuer Akt, alte Besetzung. Ihr seid also alle hier. Dann sollt ihr alle Leid erfahren. Denn ihr werdet Zeuge der Vernichtung eurer Welt durch meine Raketen. Das werden wir niemals zulassen. Wäre es Gefasel nach. Ihr werdet die Abschlussrampe niemals lebend erreichen. Was soll das denn heißen? Genug geredet. Zeigt mir doch mal eure Streitmacht. Hey, Moment mal, was meint ihr damit, nie lebend erreichen? Oh je, Mini, es kam gerade rein. Ein gigantischer Laser stützt die Anlage. Das erklärt, warum die so schweratmig ist, so wahnsinnig selbstsicher war. Wenn dem so ist, müssen wir jetzt zuschlagen, solange wir noch können. Wie es scheint, können wir dieser Vorrichtung nicht entkommen. Wir attackieren die Schutzanlagen, dann die Rampe und halten sie so auf. Das klingt nach einem großartigen Plan, ich bin dabei. Zählen wir auf den Laser. Abmarsch! Jo, das machen wir. Der Plan für diese Mission ist relativ simpel. Ich muss eigentlich nur einen Bomber mit Colin da hoch zu dem Laser schleusen und den kaputt machen. Die Sache ist nur, dass Colins Bomber und eigentlich jeder Bomber, der keinen Boost hat, mindestens 2 Schüsse braucht, um den Laser kaputt zu machen. Bedeutet, wir brauchen 2 Runden, um drauf zu schießen. Das ist die Schwierigkeit. Der Bomber muss da oben mit mehr als einem HP überleben. Nach dem ersten Schuss. Genau dazu haben wir da unten 2 Missile-Silos, um alles abzuschießen, was dem Bomber gefährlich werden könnte. Sturm. Hm.
So. Erstmal hier fertig besetzen. Dann gibt's hier einen kleinen Bomber. Och, die Infanterie wollte ich jetzt gar nicht bauen. Ist egal, macht nix. Endet nix am Plan. Das ist sowieso so ein Tausender, den ich Puffer habe. So, der Bomber ist bereit. Dann fliegt er schon mal los. Dem können wir schon mal den Flughafen da besetzen. Wer weiß, wofür wir mal brauchen. Ein bisschen muss ich erst später abfeuern. Ich weiß mir nur nicht mehr sicher, ob ich da hinten jetzt auch den Bomber gebaut habe. Aber ja. Der Bomber bei Max ist jetzt nicht so wichtig, aber besser man baut ihn. Was geht? Noch ein K-Heli. So, Eagles Bomber muss ich jetzt hier hin. Weil sonst würde diese schwarze Geschütz Palace Bomber treffen. Das will ich nicht. Daher muss Eagles Bomber hier mal kurz hinhalten, damit der getroffen wird. Der wird nämlich vom Level von dem schwarzen Geschütz priorisiert, weil er teurer ist als Collins Bomber. Collins Bomber kostet ja nur 17.800 und Eagles Bomber 22.000. Folglich wird Eagles Bomber priorisiert. Er hat da oben schon wieder eine Missile gebaut. Das mag ich nicht, dass der da eine Missile hat. Also mal schauen, vielleicht stört sie mich nicht. Wenn er sie da stehen lässt, passt's. Der darf doch mal warten. Der blockiert da in der Zwischenzeit mal den Zugangsweg. So, das sollte jetzt damit erstmal gewesen sein. Thank you.
Wann ist das schwarze Geschütz? Ja, okay, da kann ich noch hin. Er muss da hin. Da muss ich jetzt auch noch ein bisschen andamagen. Und weil in der nächsten Runde der Schocklaser feuert, muss ich auch den Bomber aus der Reichweite von dem Teil raus bewegen. Auch aus der Reichweite der Missile. Ist sowieso egal, aber ich will den Flak hier nicht rumstehen haben. So. Der ist dann mit auch mal schön gedamaged. Jetzt bin ich mal gespannt, was der da oben dann baut noch. Mein Laser wird euch schocken. Strahl. Schon mal gut. Jagdpanzer hier schon getrappt. Und was ganz wichtig ist, dass wir auf keinen Fall vergessen dürfen, das Ding da abschießen. So, das sollte es von Collins erst gewesen sein. So, die wichtigsten Sachen zuerst. Dieser Flak da oben, der muss angeschlagen werden. Der schießt mir sonst den Bomber runter. Bomber am Boden ist nichts gut. Oh, das hat gereicht.
an. Und hoffen wir mal, dass der die beiden jetzt nicht zu weit zurückzieht. Und weil es egal ist, können wir den hier auch noch anschießen und hoffen, dass der jetzt nicht drauf geht dabei. Ja, genau so wollte ich das. Mit einem HP damit wir in der nächsten Runde auf jeden Fall noch ja, da 2-3 Kills abstauben können mit Colin. Damit er den Technik, den Powerscore noch kriegt. Ich erstelle jetzt mal ein paar Infanterie-Lockflügel noch hin. Ebenfalls den Flak da oben ab. Dann ist der nächste Runde auf 6 HP und dann kann er nicht mehr viel machen. So, Sturm. Oh, der hat seine Gabe schon halb aufgefüllt. Todesstöße wie möglich zu machen. Das können wir hier ja. 4 Stück kriege ich zusammen. 3 bräuchte ich ja eigentlich nur. Todesstößen sollte ich schon die 100% Power haben. Och, warum nicht? Gibt es nochmal einen kleinen Geldsegen zum Schluss, damit überhaupt eine Gabe aktiviert wurde hier. Und damit wir von dem Geld noch was gekauft haben. Hier nochmal einen kleinen Titanpanzer und bye bye Sturm. Mission gewonnen. Mein schöner Schocklaser. Der Gegner wird schwächer. Attackiert die Rampe, um die Zündung zu stoppen. Ja, ja, Kommandantin. Schnell greift die Rampe an. In Ordnung. Die Rampe wird geschrottet. Unser Sieg steht kurz bevor. Die Rampe muss fallen. Los. Kommandant Sturm, die Abschussrampe, sie wird nicht halten. Die Rakete muss gezündet werden. Unmöglich. Nein! Die Abschussrampe ist vollkommen außer Gefecht gesetzt. Wir haben es geschafft. Ich war fast am Ziel. Jetzt bist du dran, Sturm. Und wieder versage ich. Das ertrage ich kein zweites Mal. Ich opfere mich selbst und ihr werdet mich begleiten. In das Verderben! Mach aber mal halblang, warte, was hast du vor? Ein Selbstzerstörungsmechanismus? Da brat mir noch einer einen Storch. Maxi, zurück! Du Wahnsinniger! Andy! Glaubst du in allen Ernstes, wir lassen dich einfach davonkommen? Du mickriger Wurm! Nenn mich nicht Wurm! Ich heiße Andy und bin Co. von Orange Star! Nein, Andy, lauf weg! Andy! Und ihr alle, Rückzug! Gelegenheiten ergeben sich selten. Wenn es soweit ist, sollte man zuschlagen. Wer spricht da? Maverick? Sturm, deine Zeit ist gekommen. Schwarzes Toben. Ah, Maverick, du Verräter. Er ist weg. Aber warum? Warum hast du... Kommandant Sturm. Maverick, was hast du getan?
Von jetzt an bin ich der leitende Kommandant der Black Hole Army. Wenn du etwas zu sagen hast, tritt vor oder schweige für immer. Was hat das alles zu bedeuten? Warst du nicht einer von Sturms Leuten? Ich wollte meine Macht testen. Prüfung, wie stark ich wirklich werden kann. Mein Interesse gilt ausschließlich mir selbst. Nur das zählt. Jedenfalls hast du uns alle gerettet. Sind seine Sünde deswegen gesühnt? Ich vergesse seine Verbrechen niemals. Habe ich das etwa verlangt? Ich bin fertig mit euch allen. Habt mir Vergnügen bereitet. Was? Also gut, kämpfen wir weiter, bis mein Rachelust gestillt ist. Igel, es reicht. Unsere Truppen stehen kurz vor dem Kollaps. Wenn wir die Schlacht fortsetzen, schaden wir uns selbst. Ich gehöre einem anderen Heer an, aber ich glaube, Code Drake hat recht. Das Black Hole Heer ist aufgerieben. Sie leisten keinen Widerstand mehr. Ich nehme sie mit und ziehe mich zurück. Maverick, ich werde mit dir gehen. Ich auch, das wird bestimmt lustig. Ich, der Klägere, bleib dem Stärkeren treu. Dann mach deine Truppen bereit. Wir verlassen diesen Ort. Einen Moment, Maverick. Was du Makrolasten angetan hast, ist und bleibt unverzeihlich. Aber du hast mich gerettet. Und uns alle. Danke. Ha. Auch wenn das Black Hole hier abzieht, ihr werdet uns nie vergessen. Bis zum nächsten Mal. Mit diesen Worten ging er von dann. Ob er uns wieder angreifen wird? Schwer zu sagen. Aber wenn er es tut, werden wir ihn eben wieder zurückdrängen. Wir werden etwas Zeit brauchen, bis unsere Truppen wieder erstarkt sind. Auch müssen wir die verwundete Erde Makrolands heilen. Das kann alles warten. Wir haben gewonnen. Das haben wir doch, oder? Ja, das haben wir. Na, dann lasst uns feiern. Ich will eine Party. Eine Mega-Party. Typisch. Wir haben gerade es so geschafft und er will Kuchen mit Sahne. Party! So, da habe ich meinen 300 Punkte S-Rang. Na, das war doch eine lehrreiche Erfahrung. Was du nicht sagst, Colin. So. Und jetzt dürfen wir die Ending Credits nochmal genießen. Makroland war endlich befreit, das Heer vom Black Hole wurde aus dem eigenen Land vertrieben. Doch der Mensch ist unbelehrbar. Friede wird nicht ewig. So, da kommt's, die World vs. News. War is over. Razzia, 5 Tage, S-Rang. Grenzgeplänkel, 7 Tage, S-Rang. Auftritt Orange, 5 Tage, S-Rang. Helmuts Höhenflug, 4 Tage, S-Rang. Zeitfrage, 5 Tage, S-Rang. Cut ist los, 4 Tage, S-Rang. Endiamzug, 8 Tage, S-Rang. Freiheit, 9 Tage, S-Rang. Spielplatz, 15 Tage, S-Rang. Perfide Pläne, 12 Tage, S-Rang. Panzerbrück, 6 Tage, S-Rang. Reklamation, 13 Tage, S-Rang. Waldpirsch, 8 Tage, S-Rang. Nur 3x5 Tage, 11 Tage, S-Rang. 14 Tage Test, 15 Tage, S-Rang. Fabrik
Fiasko. 15 Tage. S-Rang. Acht gewinnt. 23 Tage. A-Rang. Sederhoffen. 17 Tage. S-Rang. Silo Poker, 17 Tage, S-Rang. Sensei's Show, 15 Tage, S-Rang. Taktiktreffen, 10 Tage, S-Rang. Pflicht und Ehre, 17 Tage, S-Rang. Dreckiges Spiel, 8 Tage, S-Rang. Ende der Jagd, 22 Tage, A-Rang. Sink-Syndrom, 14 Tage, S-Rang. Gefahr hoch 9, 7 Tage, S-Rang. Meeresfestung, 5 Tage, S-Rang. Drake's Dilemma, 14 Tage, A-Rang. Luft gegen Wasser, 20 Tage, S-Rang. Schnelle Hilfe, 6 Tage, S-Rang. Feuerregen, 21 Tage, S-Rang. Rosa Seekampf, 20 Tage, S-Rang. Heißes Gefecht, 14 Tage, A-Rang. Letzte Front, 9 Tage, S-Rang. So, mit dem Spiel sind wir damit eigentlich zur Hälfte fertig. Die andere Hälfte muss allerdings noch ein bisschen warten, denn ich habe ja schon angekündigt, wie ich das machen werde. Als nächstes kommt der dritte Teil von Advance Wars, sprich Advance Wars Dual Strike. Das wird das nächste Projekt, das kommt ebenfalls wie angekündigt auf Englisch. Ich werde das Deutsch kommentieren, allerdings die Dialoge auf Englisch vorlesen, weil die Dialoge auf Englisch einfach wesentlich besser sind. Das ist wirklich nur die Ausnahme bei diesem Spiel. Alle anderen Spiele von Advance Wars sind wirklich gut übersetzt. Der erste, der zweite und der vierte Teil sind super übersetzt. Der dritte nicht. Deswegen will ich den auf Englisch spielen. Ich hoffe, ihr habt da nicht allzu viel dagegen. Wenn ihr wollt, werde ich auch ein paar Übersetzungen dazu geben, zu dem, was sie sagen. Die Einheiten werde ich sowieso alle einmal durchgehen, damit ihr sie auf Englisch auch mal kennt. Ich habe die meisten sowieso schon mit englischen Namen vorgelesen oder vorgestellt. Zudem, ja, nach Advance Wars Dual Strike werden die Advance-Kampagnen kommen. Und die mache ich allerdings in genau anders, in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, ich fange mit Dual Strike an. Werde mit Advance Wars 2 weitermachen. Und die Advance Wars 1 Advance-Kampagne mache ich zum Schluss. Wobei ich, wie bereits angekündigt, ebenfalls in Advance Wars 1 Advance-Kampagne einen Guide heranziehen werde. Weil ich diese ohne Hilfe nicht schaffe. Die ist zu schwer. Aber sonst, ich hoffe, ihr hattet mit diesem Projekt genauso viel Spaß wie ich. Dieses Spiel durchzuspielen macht mir nämlich immer wieder Spaß. Gibt nur mal wieder ein paar nervige Missionen zwischendrin. Allerdings werde ich mich auch vor allem auch auf das nächste Spiel freuen, Advance Wars Dual Strike. Das wird jetzt direkt im Anschluss kommen, da gibt es keine große Pause. Advance Wars alle 2 Tage. Wie es dann weitergeht, wenn... Ich werde es zumindest so weit weiter halten, bis zumindest mal
Warcraft 3 ausgelaufen ist mit dem IP. Das neigt sich jetzt auch bald mal dem Ende zu. Also, was heißt bald? Es sind von jetzt an wahrscheinlich noch circa 30 bis 40 Folgen. Ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt genau rauskommt und wie viel ich da jetzt mit den letzten zwei Missionen noch zum Schneiden habe. So. Dann schauen wir nochmal, was wir in Gesamtrang für die Kampagne bekommen haben. Das sollte aber, glaube ich, relativ eindeutig sein. Ja, ein S-Rang. Kampagne beendet. Mit einem schönen Abschlussbild. Und dann können wir nochmal speichern. Und die Kampagne leuchtet jetzt in Gold, weil wir sie geschafft haben. Geländepläne. Haben wir allerdings jetzt auch noch was zu tun. Ach. Zum einen, ich kaufe mir die Advance-Kampagne. Für 1000 Münzen ist das mal drin, damit wir das dann direkt weiterspielen können. Was wir hier jetzt noch kaufen können, sind Cut, Ada, Maverick, Nell und Sturm. Cut und Ada kriegt man, wenn man die Kampagne durchgespielt hat. Maverick brauchst du mindestens einen B-Rang auf die Gesamtwertung. Nell kriegt man für einen A-Rang auf die Gesamtwertung und Sturm, wenn man die Kampagne mit einem S-Rang abschließt. Und das sind aber immer noch nicht alle Kurs. Und es gibt nämlich noch einen. Ich habe ihn in der Tierliste schon hinzugefügt, als wir das erste Mal diesen Shop betreten haben. Denn Hachi ist ebenfalls ein Co. Und für diejenigen, die sich immer gewundert haben, warum der Typ eigentlich im Blutier ist, das erkläre ich am Ende der Advance-Kampagne von Advance Wars 2. Bis dahin müsst ihr euch noch gedulden. Ansonsten, ich kaufe mir jetzt noch Cut. Und Ada kaufe ich mir auch noch, weil für den habe ich jetzt sogar noch Geld. Das Studio ist auch noch so eine Sache. Damit kann man sich die ganze Musik von diesem Spiel hier anhören. Wenn ich am Schluss der Advance-Kampagne noch genug Geld habe, werde ich es mir auch mal kaufen und euch einmal mal zeigen. Es ist eine nette Sache mit dem Studio und in der Advance-Kampagne kriege ich ein bisschen mehr Geld. Also ich kriege doppelt so viel Punkte, also ich kriege doppelt so viel Geld, wie ich Punkte gemacht habe. Das ist die Belohnung dafür, dass es ein bisschen schwerer wird. Also, mit diesem LP-Projekt bin ich fertig. Vorerst. Die Advance-Kampagne folgt nach der Advance Wars Dual Strike Advance-Kampagne. Bis dahin sehen wir uns in Advance Wars Dual Strike wieder. Also, haltet die Ohren steif, wenn es irgendwann wieder heißt Let's Play Advance Wars 2 Black Hole Rising Advance-Kampagne. Also, bis dahin. Ciao. War schön mit euch.